Gamescom 2016. Wir schreiben den Messe-Donnerstag, 18.18.2016, und so sieht's draußen vor der Tür aus. Alle, die zum offiziellen Messebeginn 10 Uhr rein wollen, ich habe das Glück, über ein Pre-Entry-Ticket verfügt zu haben. Bedeutet, ich durfte schon eine Stunde eher rein. Trotzdem einige Leute an der Tür. Bei dem Bild war es noch ungefähr 10 Minuten hin, bis die Schotten geöffnet wurden. Aber es hat sich gelohnt, also wenn wir gleich mal in die Halle reingucken, die Pre-Entry-Tickets kosten zwar ein paar Euro mehr, aber ihr seht das, man kann noch atmen und keiner läuft einem auf den Füßen rum. Das war also zumindest in der ersten Stunde sehr, sehr entspannt. Und dann war das hier mein erstes Highlight am heutigen Donnerstag. Gears of War 4. Und ihr seht es, kein Mensch steht in der Schlange. Ich bin sofort durchgekommen, konnte etwa 10 Minuten den neuesten Gears of War Teil auf dem PC spielen in 4K. Ja, und so sah es dann zu einem späteren Zeitpunkt aus. Keine 2 Stunden später anstellen, 2 bis 3 Stunden, um ein bisschen in das Spiel reingucken zu können. Kann man machen, muss man nicht. Die Gunst der Stunde habe ich dann gleich auch nochmal genutzt, um eine Runde Gran Turismo Sport zu drehen. Das war ziemlich cool. Also PlayStation bzw. Sony hat da wirklich einiges aufgebaut. Richtige Rennsessel mit Gaspedal, Bremse, Kupplung, Lenkräder, mit allem drum und dran. Ihr seht's hier. Ich hatte in meinem Testversuch, den habe ich jetzt hier nicht abgebildet, meine Rallye-Strecke ausgewählt und habe kläglich versagt. Aber ein ziemlich cooler Stand mit einem echten PlayStation BMW Rennwagen im Hintergrund. Wie wir das von Gran Turismo gewöhnt sind, sieht es auch ultra hübsch aus. Und der Junge, den ich hier gefilmt habe, hat doch einiges mehr drauf als ich. Aber wen wundert's? Auf jeden Fall sehr, sehr schickes Rennspiel und sehr, sehr schicker Stand. Was auch noch ziemlich cool war, und ich habe das alles wirklich innerhalb der ersten Stunde, Pre-Entry-Stunde, eben vor 10 Uhr geschafft, dass ich mich auch noch bei Call of Duty Infinite Warfare eingeklinkt habe. War allerdings leider nichts zum Selbstspielen, sondern nur eine Kinopräsentation, aber inklusive Gameplay aus Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered. Also von dem her wirklich ganz nett gemacht, haben wir da so etwa eine Viertelstunde in dem kleinen Kinosaal drin gesessen und der neue Zombie Koop-Modus wurde vorgestellt. Zombies in Spaceland. Und nach der Kinovorführung sind wir hier in so einen richtig coolen 80er-Jahre-Arcade-Bereich reingelassen worden. Einmal das Zombieland eben mit Lego nachgebaut, alle möglichen Arcade-Automaten, ein paar Zombies, die rumlaufen, Air-Hockey, Laserpistolen, DJ, irgend so ein 80er-Jahre-Möchtegern-Hasselhoff, der da durch die Gegend spaziert ist und einen auf Stimmung gemacht hat. Auf jeden Fall sehr, sehr stimmig, sehr, sehr witzig. Und mit den Eindrücken lasse ich euch jetzt mal für das restliche Video alleine. Es kommen noch einige ganz coole Schnipsel, zum Beispiel aus dem Xbox-Stand. Die haben sich wirklich immer einiges einfallen lassen mit einer richtig schönen Eventbühne und auch regelmäßig T-Shirts und alle möglichen Krimskrams in die Menge geworfen. Und ansonsten genießt einfach die paar letzten Sekunden, ein paar Eindrücke vom Messe-Donnerstag und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen am Freitag wieder, meinem zweiten und letzten Gamescom-Tag. Da werde ich noch mal ein paar Stände abgreifen, die ich heute noch nicht erwischt habe. Ja, in Summe, zugegebenermaßen, ein bisschen ernüchternd. Es war meine erste Gamescom. Ich bin eben ganz speziell auch aufgrund meines YouTube-Kanals da mal hingefahren, wollte mal diese Live-Atmosphäre aufsaugen. Gears of War wollte ich eben unbedingt ausprobieren. Aber summa summarum, so richtige Knaller fehlen halt dieses Jahr einfach. Ich meine, war im Vornherein ja eigentlich schon klar. Und ich bin echt froh, dass ich die Stunde früher reingekommen bin, dass ich mal 2, 3 Spiele gleich mal ausprobieren konnte. Denn danach steht man einfach mindestens 2 bis 3 Stunden, um mal kurz was antesten zu können. Und ja, sorry, also so gerne ich auch zocke, aber kein Mensch bringt mich in eine Warteschlange, in der ich 3 Stunden für 10 Minuten Gameplay warte. Gut, egal, trotzdem cool. Ich bin mal gespannt, was am Freitag noch alles kommt. Den Nintendo-Stand zum Beispiel habe ich noch gar nicht gesehen. Also 2 Hallen habe ich heute noch komplett ausgelassen. Und ja, war schön, mal dabei gewesen zu sein. Wie gesagt, morgen habe ich noch einen Tag vor mir. Mal gucken, ob ich es nächstes Jahr wieder mache. Kommt auch ein bisschen darauf an, ob euch das gefällt, was ich hier mache, ob überhaupt jemand das Video guckt und positiv bewertet. Ja, wie gesagt,
kann man machen, ist echt eine richtig coole Atmosphäre. Aber zu wirklich viel kommt man ja nicht. Oh, warte mal, der Merchandise-Shop. Der Merchandise-Shop ist tatsächlich sehr cool. Ich habe da keine Videos gemacht, aber da habe ich mich echt ein bisschen ausgetobt. Also kein Geld ausgegeben, aber echt richtig coole Figuren, T-Shirts und so weiter. Das war eigentlich mein persönliches Highlight. Und wenn das mein Highlight war, dann sagt das schon einiges. Egal, ich höre jetzt auf zu quatschen. Schön, dass ihr dieses Video angeguckt habt. Ein paar Sekunden kommen noch. Und dann sehen wir uns, hören wir uns hoffentlich dann auch morgen wieder. Ne? Danke fürs Reinschauen. Tschüss.